Mr. Mike. Yo, hier ist der Mike. Heute mal wieder mit dem Thema, wie kommt man in eine Basketballhalle? Das werde ich nämlich unglaublich oft gefragt. Ihr wisst gar nicht, wie oft. Und die dumme Antwort von mir auf so eine, ich muss mal sagen, dumme Frage eigentlich, ne? Durch die Tür. Weil wenn du nicht durch die Tür gehst, ist es eigentlich in 90% der Fällen illegal, ne? Und das ist natürlich so eine Sache, geht nur auf legale Art und Weise in eine Halle. Das ist schon mal das Wichtige. Und wie kommt man auf eine legale Art und Weise in eine Halle? Man hat die Genehmigung, man hat den Schlüssel. Und das ist natürlich so eine Sache, dann auch schon gleich in der Sache, die Frage hat sich beantwortet, ne? Man muss jemanden kennen, der autorisiert ist, um in eine Halle legal zu kommen. Man muss jemanden kennen, der den Schlüssel hat, einen Hausmeister, einen Hauswart, die Gemeinde. Und da hast du vielleicht auch schon mal gleich den Ansprechpartner dafür, um in eine Halle gehen zu dürfen. Ne? Diese Person, einen Lehrer vielleicht. Genau das ist das Ding. Man muss jemanden kennen. Man braucht Connection. Vielleicht muss man sich auch eine Halle mieten. Das würde natürlich wieder was kosten. Man müsste vielleicht einen Verein beitreten, aber auch das kostet Geld. Das sind alles so Faktoren. Was muss man, was möchte man dafür investieren, um in eine Halle gehen zu dürfen, zu können? Ne? Alles so Faktoren. Und da kann ich dir nicht helfen. Ne? Oft denke ich mir einfach, Leute, die sowas fragen, sind unfähig, den richtigen Menschen zu fragen. Einfach mal eine Gemeinde anschreiben, telefonieren. Das sind dann auch, glaube ich, so Leute, die nach 2 Jahren immer noch nicht imstande sind, sich eine PlayStation 5 zu organisieren. Ne? Kennt ihr den Witz? Ich meine auch Leute, die immer gesagt haben, ich kann mir keine PlayStation 5 holen. Alter, also wenn du das nicht zustande bekommst, ne? Oder auch, wie gesagt, eine Connection zu einer Halle oder die Connection, einen Verein beizutreten. Also wenn du das nicht hast, dann wirst du mit Sicherheit auch einiges mehr in deinem Leben nicht erreichen können, weil es fängt ja schon damit an, seinen Kopf ein bisschen anzustrengen und sich selbst zu überlegen, wen könnte ich denn jetzt anrufen, um die Möglichkeit zu haben, in eine Halle zu gehen. Ne? Wenn natürlich dann jeder sagt, nein, geht nicht, wir wollen dich nicht, wir mögen dich nicht, du bist nicht autorisiert, du bist doch zu jung, du bist zu klein, du hast kein Geld. Das sind dann wieder andere Faktoren, die da mitspielen und es ist natürlich dann nicht so leicht. Vor allem für Jugendliche natürlich, die haben kein Geld, die haben nicht die Möglichkeit, irgendwo hinzufahren, wenn die Halle jetzt zum Beispiel etliche Kilometer weg sind. Oder natürlich auch, du brauchst einen Erwachsenen, der mit in die Halle geht, der für dich bürgt. Ne? Das ist auch nochmal so an den Bürgen, da brauchst du einen Erwachsenen, vielleicht einen Lehrer. Der Lehrer muss Zeit haben, der Lehrer muss Bock haben. Das sind verschiedene Faktoren natürlich, aber das Erste ist erstmal die richtige Person fragen. Ne? Und wenn Leute mich, ne, wenn jemand mich fragt, ne, jemand aus Berlin, stell dir vor, alles schon vorkommen, es lebt jemand in Hamburg, es lebt jemand in Berlin, es lebt jemand in Frankfurt, der fragt mich, Mike, hast du vielleicht Connection, damit ich bei mir in Berlin in die Halle kann? Mike, hast du Connection, damit ich in Hamburg bei mir in die Halle kann? Alter, ich wohne in Chiemsee. Ich kenne nicht die ganze Welt, ich kann dir da nicht helfen, verstehst du? Ich würde gerne, aber nein, Mann, ich habe hier nicht wirklich jeden Schlüssel oder jeden Ansprechpartner zu jedem Städtchen, jeder Stadt, in jeder Halle in ganz Deutschland, Österreich oder Schweiz. Nein, Mann, das ist nicht die Realität, verstehst du? Du musst bei dir ein bisschen rumgucken, ihr habt Internet, ihr habt Google, schreibt die Gemeinden an, holt euch irgendwie Ansprechpartner, Infos, sonst was raus, Kontaktadressen, hey, weißt du, man muss ein bisschen selber investieren, verstehst du? Das ist halt der springende Punkt, wo ich mir echt oft denke, nein, Mann, das machen die Leute nicht. Ne? So weit denken die Leute nicht. Ein bisschen selber mitdenken, dann kriegt man auch eine, egal wie. Wo ein Wille, da ein Weg. Ich hasse diesen Spruch, aber ein bisschen Wahrheit ist da schon mit dabei. So, und mein Kontaktperson ist der Marvin, der ist Lehrer. Ne? Und daher, coole Sache. Danke, Marvin. Echt eine schicke Halle. Erste Mal heute hier. Nice. Meine Tochter ist auch irgendwo in den Kammerl da drin versteckt. Und ja, gell? Wir werfen jetzt ein paar Körbe. Feedback geben, eure Meinung. Wenn ihr sonst irgendwie Connection habt, einfach in die Kommentare reinschreiben. Vielleicht hilft ihr ja irgendjemandem anders weiter. Aber ich kann halt nicht jeden. Weißt du, zeitlich sind meine Möglichkeiten auch sehr begrenzt. Also, Feedback geben, eure Meinung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Mr. Mike.
Am Schluss muss noch ein bisschen Werbung sein, und zwar gibt es zurzeit bis zum 31.10. bei Kicks ein Angebot mit dem Rabattcode MrCaps10, bekommst du 10% auf all diese Caps hier und noch ein paar Baseball-Caps haben sie am Start. Check einfach den Link unten aus, kommst du direkt zu Kicks und hast die ganze Liste mit allen Caps, die da im Angebot sind, mit dem Rabattcode MrCaps10. 10% auf alles. Mega nice. Ein paar verlose ich noch auf Instagram, auf meinem Account Mr. Mike Production in Kooperation mit Kicks. Vielen Dank dafür. Liebe geht raus. Mega coole Sache. Ja, Mann. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mr. 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 Mike, Mike.